Nacht im Grazer Bezirk Lenk Realität geworden ist. Die Grazer Berufsfeuerwehr konnte im letzten Moment eine bewusstlose und schwerst verletzte Pensionistin aus ihrer brennenden Wohnung im 11. Stock retten. Kritik üben die Feuerwehrleute nun an den aus ihrer Sicht mangelhaften Brandschutzeinrichtungen im Hochhaus. Gegen 4 Uhr früh bemerkt ein Zeitungskolporteur in diesem Grazer Hochhaus Rauchgeruch und alarmiert die Feuerwehr. Als diese eintrifft, qualmt bereits dichter Rauch durch die Balkontüre einer Wohnung im 11. Stockwerk. Gewaltsam müssen die Feuerwehrmänner die Wohnungstüre öffnen. Sie finden die 75-jährige Mieterin bewusstlos und mit schweren Verbrennungen im Vorzimmer am Boden liegen. Die Spuren zeigen, dass sie im Schlafzimmer war und dass sie aus dem Schlafzimmer Richtung Haupteingangstüre ging, ja, aber dies nicht mehr schaffte. Über eine sogenannte Trockensteigleitung können die insgesamt 23 Helfer schließlich den Vollbrand in der Küche löschen, der vom E-Herd ausgegangen sein dürfte. Die Berufsfeuerwehr kritisiert jedoch, dass das ältere Hochhaus brandschutztechnisch zwar den gesetzlichen Normen entspreche, nicht aber auf dem Stand der Technik sei. In diesem Fall war der Zeitungsausträger unser Brandmelder. Wenn der Zeitungsausträger eine halbe Stunde später kommt, hätte sich der Brand wesentlich weiterentwickeln können und wäre für die Nachbarn absolut gefährlich geworden. Schon vor Jahren haben Experten eine brandschutztechnische Nachrüstung älterer Hochhäuser gefordert. Mit Notfallventilatoren, die die Stiegenhäuser und somit die Fluchtwege rauchfrei halten und vor allem mit automatischen Brandmeldeanlagen. Man muss Prävention betreiben. Diese Prävention liegt im Argen. Und hier leider, das muss ich auch sagen, hat die Politik versagt, total, weil man ja einen vorhandenen Paragraphen abgeschafft hat. Nach dem heutigen Brandeinsatz fordern Experten neuerlich die brandschutztechnische Nachrüstung älterer Hochhäuser.